Ich habe immer gesagt, hier an diesem besonderen Ort, der auch ein Sehnsuchtsort für alle Grazerinnen und Grazer ist, an diesem Ort möchte ich definitiv kein Studiermuseum für Mittel- und Hochgebildete sozusagen machen, sondern das soll definitiv ein Museum sein für alle. Wie ich im Jahr 2014 die Konzeption für dieses Museum gemacht habe, habe ich mir immer vorgestellt, dass hier Menschen heraufkommen, die definitiv im Freizeitmodus sind. Und habe mir immer vorgestellt, warum gehen die Leute eigentlich hier herauf? Das Schöne an der Aufgabe war, dass hier die Geschichte des Schlossbergs auf verschiedene Weisen erzählt werden. Dass es im Wundergarten eine spielerische Herangehensweise gibt und dann im Geschichtsparcours kann man sie in die gleichen Themen vertiefen und dass jeder der Teilbereiche hat eine sehr starke eigene Atmosphäre und eigenen Charakter. Dieser Wundergarten ist ja auch ein Ort des mal ruhigen Ankommens, wo eben die Kinder, die dabei sind, einmal in diese, zu diesen verschiedenen Geräten gehen und sich mit denen vertraut machen. Weil es auch der erste Bereich im Museum ist, dass es ein ganz niederschwelliger, zugänglicher Bereich ist, der spielerisch erfahrbar ist. Wir erzählen sozusagen in diesem Wundergarten damit die Geschichte in einer noch mythischen, indirekten Form, weil wir ja dann in der eigentlichen Ausstellung ja sehr genau die Geschichte erzählen. Nach der Dauerausstellung geht man hinunter, noch dazu in die kühle Kasematte und ist im Inneren des Berges und schaut in das Innere des Berges. Das ist wieder eine ganz andere Erfahrung. Das ist ja dann sehr schön, in der Kühle auch dieser Kasematte sich zu befinden und diese eindrucksvollen, aus 1550 stammenden Gewölbe zu sehen. Kanonenhalle im Grazmuseum Schlossberg ist der Grazblick ja von Natur aus vorhanden. Es ist der Punkt, wo der Feuerwächter mit Kanonenschüssen etwaiges Feuer in der Stadt bekannt gegeben hat. Für das Ausstellungskonzept wurden noch weitere Punkte hinzugefügt, wie ein virtueller Blick auf Graz mit einer Seemaschine. Wir lassen niemand zurück. Wir wissen, dass mindestens 20-25% der Bevölkerung sich schwer tut mit Gehen, mit Sehen, mit Hören. Wir können diese Leute nicht zurücklassen, nur weil wir auf einem Berg sind. Und jetzt hat man den Vorteil, dass man sozusagen vom Hauptplatz kommend nur mit einem der Aufstiegshilfen hier herauffahren muss und ohne jede Barriere zu unserem Museum kommt und hier im Museum auch völlig barrierefrei sind. Dass die Leute in jeder Hinsicht erfrischt, vielleicht auch geistig erfrischt, dieses Museum verlassen. Unsere bisherige Erfahrung ist, dass das als sehr angenehm empfunden wird, wenn es so viel Abwechslung gibt an Raumerfahrung und Abwechslung auch an Wahrnehmungserfahrung.